Lieber Karl, welche Sprachen hast du dort lernen müssen, um dich entsprechend mit den Leuten austauschen zu können? Also eine schwierige Frage, denn es war die Zeit des Umbruchs. Im Hochland war nach den Vereinbarungen Kodde die Kirchensprache gewesen, die Mitarbeiter untereinander und auch mit den europäischen Missionaren gesprochen haben. Wie wir 67 geheiratet haben, da kam gerade das Neue Testament in der Kottesprache raus. Und der Bruder von Wilhelm Bergmann, der Gustav Bergmann, gab mir ein Tonband, wo Andachten aus Boana drauf waren, die wir gehört haben und am Anfang kein Wort verstanden, außer Anatu, Gott und Abraham. Und da haben wir bei Gustav Bergmann hier, meine Frau Gisela und ich, angefangen, Gott zu lernen. Dann ging es mit dem Schiff nach Neuguinea und dann Wilhelm Bergmann wartete auf uns, aber die Wege des Herrn sind unergründlich. Wir waren dann zuerst in Mindig bei Werner Jakobsen, da haben wir dann nochmal mit Kodde angefangen. Und natürlich nicht nur mit dem Missionar, sondern die Einheimischen haben es in unnachahmlicher Weise verstanden, uns in Kodde anzusprechen und Schritt für Schritt weiterzuführen. Die konnten auch zum Teil Englisch, aber sie haben mit uns nur in Kodde gesprochen und das war eine große Hilfe und sie waren sehr lieb und sagten, wenn du Gottesdienst hältst, musst du es nicht auswendig sprechen, du kannst es gern aus dem Gesangbuch machen. Und von Mindig, was damals eine neue Station mit kleinem Flugplatz war, flogen wir dann noch ins hohe Innere, nach Pindio, der Flugplatz, der Hauptort, und Wakezaren, das kleine Missionskrankenhaus. Der dortige Leiter war Karl Kirsch, in ganz Neuguinea, noch heute als Bruder Karl bekannt. Da lernte meine Frau allerlei Medizinisches, Geburtshilfe und so weiter. Und ich war in den Händen von Einheimischen. Da habe ich eben die praktischen Übungen gemacht im Gottesdienst. Und die waren alle sehr liebevoll und rücksichtsvoll und haben immer geguckt. Ich war ja vorher 5 Wochen auf dem Schiff gewesen, da wurde dauernd gestreikt, deswegen hat es lange gedauert. Und haben gesagt, wenn du ewig auf dem Schiff warst, dann musst du nicht an einem Tag die ganze Welt durchmarschieren und haben mir alles liebevoll erklärt. Und ich durfte meine ersten Schritte gehen und die ersten Gottesdienste erleben, die schönen Buschkirchen aus geflochtenen Wänden und mit dem Kunai, mit diesem Gras gedeckt, ein Abendmahlsgottesdienst, wir sitzen auf Balken, ein Ferkel kommt herein. Einer der Ältesten lässt das Ferkel nahe an sich herankommen, dann greift er mit barfüßig den Ferkel unter den Bauch und wirft es mit einem Hops durch die Küchentüre hinaus. Ein kurzer Quietscher, das Schwein kam nie wieder. Ferkelchen kam nie wieder. Okay, wann seid ihr dann von Vagesari hoch? Nach wenigen Wochen kamen wir zum Wilhelm Bergmann. Und es ist ja eine große Station, die so angelegt war, dass immer 2 Missionare dort arbeiten konnten. Und dann war noch ein altes Gebäude, was als Gästehaus diente, wo wir zuerst wohnten. Und in der Früh um 7, denke ich, sind wir rauf, haben mit ihnen gefeiert.
Frühstück und eine große, lange Bibellesung auf Deutsch gehabt. Und dann ging es los mit dem Korte, denn er wurde ja oft unterbrochen von Leuten, die seine Hilfe brauchten. Dann sagte er, mach du mal weiter, ich schneide schnell 20 Bretter fürs Krankenhaus und bin sofort wieder da. Als ihr da ins Hochland gekommen seid und nach Eger, ja, das heutige Kundiawa, wurde ihr auch mit einem kühlen Orangensaft begrüßt? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber wir wurden im Gottesdienst vorgestellt. Das weiß ich noch, oben auf dem Berg war der Gottesdienst und es war eine ganz große Freude. Die Frauen sind ja keine Pfarrerinnen, aber das sind großartige Sängerinnen und haben spontan Lieder gedichtet und eingeübt und haben dann am Sonntag das Lied gesungen. Und jetzt war eben die Frage, die Leute in Eger sagten, du kannst gern bei uns bleiben. Eger ist ja ein großes Gebiet, wo auch damals in manchen Gebieten die ersten Taufen waren, wie hinten in Mu, ungefähr in dem Gebiet, wo der jetzige Feldbischof Jack Urame herkommt. Und die einen sagten, du könntest auch nach Monono gehen. Das wurde auch beschlossen. Und die anderen sagten, du hast doch auch Pädagogik studiert, du könntest gleich nach Kevamogel gehen, an die Distriktbibelschule. Aber die Einheimischen durften zwar reden, Redefreiheit, aber beschlossen haben die weißen Herren. Und die haben gesagt, jetzt schicken wir den Karl mit seiner Frau erstmal in Busch. Busch through. Also, da kamen wir dann nach Kugel und haben uns von Wilhelm Bergmann verabschiedet, aber zum dankenswerterweise konnten wir den dann noch ein paar Mal auf Konferenzen treffen und mit ihm sprechen. Was war denn der Wilhelm Bergmann für ein Mensch und wie habt ihr ihn erlebt? Für ihn war wichtig die täglichen Andachten, die Bibellesung, die natürlich in der Lutherbibel war, aber seine Kinder, die sprachen zum Teil, oder wohl alle seine fünf Kinder sprachen bis zu 7 Sprachen. Ich zähle mal auf, Deutsch, Englisch, Pidgin, Kuman, Korte und diese Sinnesprache. Zwei der Töchter, die waren in der staatlichen Anstellung als Krankenschwestern und Hebammen. Und die Irmgard war noch da und hat eben auch ihre damals schon kränkliche Mutter mit unterstützt. Und die Mutter hatte ja so eine Art Mädchenschule. Die Kinder, die Mädchen, die haben also zum Teil Lesen und Schreiben in der Schule gelernt. Und kamen dann anschließend, haben ihre kleinen Gärten gehabt und haben Hausarbeiten und Nähen und so weiter, Hygiene nochmal, dann bei der Familie Bergmann gelernt. Das war eben damals die Zeit, also zuerst war die Kirche leitend im Schulwesen. Also die Schule war damals noch in Korte. Und gleichzeitig dann wurde das Englische forciert, denn es kamen Beobachter von der UNO aus Indien, die maßen den Fortschritt am Englischen. Nicht können die Leute lesen und schreiben und wissen sie, was Hygiene ist, dass keine Leute mehr krank werden und sterben an Malaria und anderen Krankheiten, sondern können die ordentlich Englisch. Und die Leute, die konnten lesen und schreiben und wussten, wo Deutschland und Amerika ist, aber sie haben das in Korte gelernt.
und sie kannten die Bibel in Kurde und nicht die amerikanische Verfassung auf Englisch. In der Schule in Kundiawa war damals ein Lehrer aus Holland, der kam von Holländisch Neuguinea herüber und er ging aber dann fort. Kanntest du diesen Lehrer? Ja, also die Schule heißt Prinorqua. Ich habe erkannt, also ist ein Kummernwort, was symbolhaft sein soll, dass es hier um Erkenntnis geht. Und natürlich der Lehrer, der aus West-Papua kam, der hatte eine andere Tradition, auch nicht die lutherische, sondern die reformierte. Und jetzt wurden die Pfarrer zum Teil in Zwiespalt gebracht. Bis jetzt haben wir alles in Kurde gemacht, das Evangelium, gleich beim Lesen in die Kummernsprache übersetzt und jetzt sollte das auf Englisch sein. Und man konnte von den holländischen Lehrern also da nicht so viel Sensibilität erwarten. Wir sind jetzt der Obrigkeit untertan und sprechen auf einmal alle Englisch. Wenn man sich das vorstellt, in der Früh um 6 kam das Radioprogramm für die Lehrer auf Englisch, damit sie wussten, was sie um 9 Uhr den Schülern auf Englisch sagen sollten. Also ein paar Stunden vorher haben sie es zum ersten Mal gehört. Und es war natürlich nicht sehr befriedigend. Das ist ein interessantes System, was du da berichtest. Wie hieß denn der Lehrer aus Holland? Ja, das war Jan van Bruggen. Die waren also im früheren so nach Holländisch-Neuguinea. Und dann war diese Abstimmung oder Pseudo-Abstimmung. Wohin wollt ihr? Eigentlich wollten die von West-Papua selbstständig werden, aber mit Hilfe der Indonesier wurden sie gleich Indonesien angeschlossen und waren dann die Untertanen der Indonesier. Also Prinorqua war eigentlich die höhere Schule, also die Oberstufe, und auf der Station Ega selber war die Grundstufe und da gab es damals die sogenannten Short-Term-Teacherinnen, wo eine große Zahl, meistens amerikanischer, wohl auch einige australische, junger Lehrerinnen, die ganz jung vom Studium fertig waren und noch ledig waren, da, ich meine, so ungefähr 3 Jahre verbracht haben, lesen und schreiben und eben die Grundkenntnisse in Englisch denen, den jungen Leuten beigebracht haben. Und für die hatte alle Wilhelm Bergmann dann kleine Häuser gebaut. Die wuchsen nicht von allein, sondern er hat selber mit angelegt, die Hand angelegt, eben er hat mit der Kreissäge umgehen können und auch am Schluss nach 70 Jahren noch alle Finger gehabt, was nicht selbstverständlich ist. Aber natürlich hatte er auch ein gutes Team von einheimischen Lehrern, die zum großen Teil von der Küste kamen. Also da habe ich, bei denen habe ich nicht Kotte gelernt oder Kuran, sondern Pidgin. Zurückliglig, geh ein bisschen nach rückwärts, geh zurück, zurückliglig. Aber eben es war verpöhntes Pidgin, das hieß Polis-Sprache. Es war verpönt für Gottes Wort, eine heilige Sache. Da braucht man die heilige Sprache des Kotte und des Polis, die Polizeisprache des bloß hau ab, komm her, verschwinde, sei leise, mach das, mach das. Es war also keine Sprache, in der es um Gefühle und Glauben gegangen wäre. Aber gerade bei der Arbeit geht es ja um den Glauben, um das Verhältnis zu Gott. Und das hat man damals gesagt, das kann man schlecht, mal gesagt, gar nicht in Pidgin ausdrücken. Inzwischen hat sich das geändert und auch die Sprache hat sich positiv weiterentwickelt. Zurück nochmal zu Wilhelm Bergmann.
Er muss also ein Allround-Missionar gewesen sein, Zimmerei, Gartenbau, Viehzucht, Schweine. Bienen. Bienen hat er auch gehabt. Ja, er war praktisch und geistlich. Also, jetzt hat man das Schlagwort ganzheitlich. Habe ich aus seinem Mund nie gehört, aber er hat es gemacht. Und wie er neu da war, 1934, da kamen in der Früh, ungefähr um 7, um 6 Uhr hell, kamen ungefähr 200 Patienten. Da gab es noch eine Krankheit, die glücklicherweise jetzt erloschen ist. Framboesie, das steckt das lateinische Wort für Himbeeren drinnen, eine Hautkrankheit, die durch Hautkontakt übertragen wird und nicht nur nicht schön ist, sondern auch gefährlich ist. Und da hatte man damals das Mittel Salvasan entdeckt, dass das dagegen hilft, und da hat er jeden Tag 200 Leute gespritzt, und ich denke, einmalige Spritzung hat damals gehalten, und er hat mitgeholfen, dass die Krankheit total in dem Gebiet erloschen ist. Die Leute wissen das gar nicht mehr, was das für eine Plage war. Aber er hat es getan, und manche anderen Krankheiten oder etwas blutiger. Mein Zahn tut weh, kannst du den nicht ziehen? Er war kein Zahnarzt, er hatte in Tübingen gelernt und hatte Zangen dabei. Und es ist auch mal vorgekommen, dass der Mann gesagt hat, danke, dass du den Zahn gezogen hast, und kam übermorgen wieder und sagte, du, das war der Verkehrte, du musst den auch noch ziehen. Und hatte landwirtschaftliche Erfahrung selber, aber natürlich von Westfalen her, da baut man keinen Kaffee und keine Orangen und Bananen an. Aber er konnte das wunderbar umsetzen und hat da ein Orangenhain mit verschiedenen Orangen angelegt, auch den Leuten gezeigt, wie man die Bäumchen selber veredeln kann, wenn man einigermaßen scharfes Messer hat, und hat den Kaffee eingeführt. Und natürlich, damit der Kaffee auch trägt, brauchte er auch Bienen. Und die Bienen haben fleißig den Kaffeehonig gesammelt. Und wir durften auch von diesem Honig genießen. Die Leute damals schon, die schließen sich nicht hundertprozentig der Kirche an. Ich habe es erlebt, dass jüngere Leute sagten, Kirche ist eine gute Sache, das Evangelium ist ganz fein. Wenn ich immer alt bin, dann bekehre ich mich und lasse mich taufen. Vorher will ich noch mein eigenes Leben leben. Und die anderen sagten, das ist gut, wenn die anderen Christen sind. Dann gibt es keinen Streit, keinen Kampf, keinen Mord, keinen Diebstahl mehr. Aber für mich ist es eigentlich nicht so wichtig. Für mich ist Kaffee wichtiger. Früher war der Kaffee so hoch im Preis, dass man für ein paar Säcke, ich meine für 5 Säcke Kaffee, einen kleinen Pickup, ein kleines Auto kaufen konnte. Und die Ratgeber in Anführungszeichen sagten zu Missionar Bergmann, mach doch den Missionsladen zu und manage unseren Kaffee. Dann werden wir alle reich, dann kannst du dir auch was leisten. Neben den vielen Fähigkeiten, die er hatte, war ja sein zentrales Thema die Sprache, denke ich. Also, er hatte Kotte gelernt. Er hatte in Hamburg damals auch am Institut pazifische Sprachen gelernt, also die Grundsätze, was da alles möglich ist, und war dann gut vorbereitet, andere Sprachen, die er gehört hatte, von denen noch nichts aufgeschrieben war, zu Papier zu bringen. Die Sprache hat manche Eigenarten, die es bei uns nicht gibt. Also ich, du, und bei uns heißt dann wir, aber dort gibt es dann nochmal für 2 Personen was extra Formen. Wir beide,
Manches muss man eben erst entdecken, das hat manchmal längere Zeit gedauert. Und es gibt Worte, die gleich, fast gleich klingen. Also der Hahn und eine Holzzange, mit der man glühende Steine bewegt, wird wohl gleich geschrieben. Kondoraugen oder Kondoraugen. Also ist fast gleich, aber es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Was war sein Ziel, sich so intensiv mit der Kultur zu beschäftigen? Ja, ob Männer, Frauen, Mädchen oder Jungen, alle sollen die Heilige Schrift lesen können, damit sie den richtigen Weg finden. Und dazu hat er dann das Neue Testament rausgeschrieben und früher war noch mühselig die Vervielfältigung und dann kamen immer andere und sagten, du musst es revidieren. Dann hat er die ganzen Seiten nochmal neu geschrieben. Zuerst hatte er von Kotte und vom Deutschen den Laut I, ja, hatte er mit J geschrieben. Dann sagten die, das musst du nochmal schreiben mit Y. Hat er nochmal das ganze Neue Testament umgeschrieben. Und es kam also ein paar Mal, er war da wahnsinnig geduldig, um der Einheit, um des Glaubens willen, diese Sache auf sich zu nehmen. Und es ist eigentlich eine der Tragödien, dass dann das Englisch oder fast Englisch, möchte man sagen, dann ist es manchmal die Gefahr, dass man die eigene Sprache verachtet. Das ist ja die Sprache der Ungebildeten. Ich bin doch gebildet, ich will doch Englisch sprechen. Und das zieht sich bis heute hin. Einer der früheren Bischöfe, der sagte, die Sprachen haben wir von Gott als Geschenk bekommen. Wir haben unsere eigenen Sprachen, die es sonst nirgends gibt, aber mit denen können wir uns verständigen und mit denen können wir zu Gott beten. Und die anderen sagten, nee, Englisch ist das Richtige. Ich war später an einer höheren Schule und da haben wir mit den Kindern immer gelernt, kleine Andachten zu halten. Und ich sagte, ihr könnt gerne in eurer Sprache beten. Wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, ihr müsst nicht auf Englisch beten. Und die Schüler haben dann immer krampfhaft trotzdem auf Englisch gebetet, obwohl ihre Muttersprache ihnen viel leichter gefallen wäre. Und da frage ich mal, warum macht das nicht in eurer Sprache? Er spricht doch mit euren Eltern auch nicht Englisch. Ja, sagten sie, wir sind der Überzeugung, Gott versteht nur Englisch.